Habt ihr diese Schlagzeilen hier gesehen? Ist ziemlich beängstigend, oder? Eine neue Studie sieht erste Hinweise, dass ein Kollaps des Golfstroms droht und schlägt Alarm. Wenn das stimmt, dann könnte das eine Katastrophe fürs Klima bedeuten. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Was der Golfstrom ist, warum wir ihn brauchen und wie dramatisch die Situation wirklich ist, das schauen wir uns jetzt an. Was für eine Nachricht im Fachmagazin Nature Climate Change. Die Studie hat der Physiker Niklas Börs veröffentlicht. Der arbeitet unter anderem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und seine Daten, die liefern spannende Hinweise. Es könnte nämlich sein, dass es im vergangenen Jahrhundert eine, Zitat, fast vollständige Destabilisierung der großen Atlantikströmung gegeben hat. Und zu der gehört, genau, auch der Golfstrom. Börs spricht da immer wieder von einer, Zitat, kritischen Schwelle. Also, der Golfstrom ist mittlerweile so geschwächt, dass wir bald an einen Kipppunkt kommen könnten. Wenn ihr unseren Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass wir hier schon mal über Kipppunkte im Klimasystem gesprochen hatten. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, dann haben wir euch das mal hier oben verlinkt. Aber knapp zusammengefasst sind das eben Punkte, ab denen eine Veränderung passiert, die eben nicht mehr umkehrbar ist und die dann die Erderwärmung noch weiter verstärken wird. Und genau so ein Kipppunkt, der könnte eben jetzt mit dem Golfstrom erreicht werden. Und das hätte auch für uns in Europa ziemlich drastische Konsequenzen. Aber um das im Detail zu verstehen, schauen wir uns mal den Golfstrom genauer an. Was ist der Golfstrom überhaupt? Zunächst mal ist der Golfstrom eine Meeresströmung im Atlantik. Aber eben eine ganz besondere. Er fließt wie eine Art Förderband durch den Atlantik durch. Schauen wir uns den Weg mal genauer an. Das ist eine große Wasserströmung, der Südäquatorialstrom. Der wird durch Passatwinde in den Golf von Mexiko getrieben. Sobald das Wasser den Golf von Mexiko dann durchquert, nennt man die Strömung dann natürlich Golfstrom. Und da passieren jetzt zwei entscheidende Dinge. Zum einen ist es hier sehr warm. Wir sind ja auch immerhin in der Karibik. Das Wasser wird dann auf etwa 30 Grad Celsius erwärmen. Außerdem werden große Mengen Wasser durch die Meeresenge bei Florida gedrückt. Und dadurch erhöht sich dann natürlich der Druck und auch die Wassergeschwindigkeit steigt. Das Wasser wird also schneller. Es bekommt eine Geschwindigkeit von etwa 2 Meter pro Sekunde. Und so fließt es dann jetzt eben auch zurück in den Atlantik. Zunächst die Ostküste Nordamerikas entlang. Danach wehen Westwinde das Wasser dann in unsere Richtung, also Richtung Europa. Vor Europa angekommen, verzweigt sich der Strom dann. Ein Teil fließt in Richtung Süden. Dann wieder an der afrikanischen Küste entlang und wird dann wieder durch die Passatwinde zurück zum Golf getrieben. Der andere Teil, der fließt als Nordatlantikstrom nach Norden weg, Richtung Norwegen, Irland, Nordschottland. Und auf dem Weg nach Norden, da erwärmt dann dieses warme Wasser die Atmosphäre und kühlt eben selbst dabei ab. Die Kälte und der hohe Salzgehalt des Wassers dort lassen das Wasser dann schwerer werden. Und vor der Küste Grönlands sinkt das Wasser ab und fließt in der Tiefe unterirdisch zurück nach Süden. Dieses Absinken des Wassers, das kann man sich ungefähr wie so einen gigantischen unterirdischen Wasserfall vorstellen. Dadurch, also dadurch, dass das Wasser nach unten wegsinkt, entsteht natürlich eine große Sogwirkung, wodurch dieser ganze Golfstrom überhaupt erst möglich wird. Das Problem. Der Golfstrom ist also ein ziemlich komplexes Zusammenspiel von ganz vielen Komponenten. Besonders wichtig dabei ist das Grönlandeis. Dem geht es inzwischen ziemlich an den Kragen. Die Erderwärmung ist da schon lange kein Zukunftsszenario mehr. An keiner Stelle auf der Welt schmilzt so schnell so viel Eis wie auf der grönländischen Eiskappe. Erst vor kurzem wurden dort mit 23,4 Grad die höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Normalerweise sind die Temperaturen da deutlich niedriger. Die Folge: aktuell schmelzen 8 Milliarden Tonnen Grönlandeis pro Tag. Das wirkt sich natürlich auch auf den Golfstrom aus. Weniger Eis und wärmeres Wasser bedeuten, dass das Wasser insgesamt nicht mehr richtig abkühlen kann. Und damit kann es dann eben nicht mehr in die Tiefe sinken und auch kein Wasser mehr nachziehen. Der Strom verlangsamt sich also Stück für Stück. Naja, und wenn sich der Strom verlangsamt oder sogar völlig zum Erliegen käme, dann würden wir hier die Auswirkungen sehr, sehr deutlich spüren. Denn wir sind hier tatsächlich ziemlich auf den Golfstrom angewiesen. Dass dieses komplexe Strömungssystem bedroht ist, das ist schon länger bekannt. Dieser gigantische Strom funktioniert ja nur deswegen, weil viele Zahnräder ineinander greifen.
Und bei so vielen kleinen Rädchen im Getriebe, da sind Schwankungen natürlich immer möglich. Tatsächlich konnten Forschende beobachten, dass der Golfstrom seine Intensität immer wieder verändert hat im Laufe der Erdgeschichte. Und zwar mit paläoklimatischen Daten, also mit Klimadaten aus Eisbohrkernen oder Ablagerungen in Gesteinsschichten zum Beispiel. Schon länger gibt es jetzt aber Hinweise auf eine Abschwächung des Sturms. Und dennoch ist Burrs Studie jetzt ein ziemlicher Paukenschlag oder großes Alarmsignal. Das Problem für die Forschenden ist, dass es bisher keine verlässlichen, langfristigen Beobachtungen gibt. Niklas Burrs hat sich für seine Studie ganz verschiedene Indikatoren angeschaut, um die Entwicklung der Atlantikströmung zu rekonstruieren. Zum Beispiel Salzgehalt und Oberflächentemperatur. Genau genommen untersucht er auch eine größere Strömung, AMOC genannt, zu der der Golfstrom gehört. Wir wollen uns jetzt aber hier auf den Golfstrom fokussieren. Weil es eben eine Vermutung anhand von Indikatoren ist, hört ihr hier auch viel könnte, weisen darauf hin und so weiter, statt einfach so ist es. Wie so oft in der Wissenschaft ist eben leider nicht immer alles so einfach und klar. Okay, also Burrs Daten weisen darauf hin, dass das System immer instabiler geworden sein könnte. Und diese Entwicklungen passieren wohl viel schneller und viel drastischer, als alle bisher gedacht haben. Bislang sind die Forschenden nämlich nicht davon ausgegangen, dass der Golfstrom völlig zum Erliegen kommen würde. Inzwischen ist der Strom aber so schwach wie seit 1000 Jahren nicht mehr. Und das könnte eben schlimme Folgen haben. Für uns alle. Wozu brauchen wir den Golfstrom? Wir hier in Europa profitieren enorm von der Wärme, die der Golfstrom zu uns bringt. Ohne den Golfstrom wäre nämlich einiges anders in Europa. Die Nordsee zum Beispiel, die wäre über die ganzen Wintermonate komplett zugefroren. Die Energie, die uns der Strom in Form von Wärme mitbringt, die ist so gewaltig, dass sie pro Sekunde in etwa der Leistung von knapp 1 Million Großkraftwerken entspricht. Wir verdanken dem Golfstrom also unser sehr gemäßigtes, mildes Klima. Das beste Beispiel dafür ist Norwegen. Das liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Grönland. Der Boden in Grönland ist teilweise ganzjährig gefroren. In Norwegen kann man im Sommer aber sogar Erdbeeren ernten. Und nicht nur wir Menschen profitieren unmittelbar von dem Golfstrom. Auch zahlreiche Meeresbewohner sind auf ihn angewiesen. Er fördert nämlich Unmengen an Plankton durch den Atlantik. Das Plankton stellt zum einen eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Fische dar, zum anderen ist es aber auch selbst ein riesiger Klimafaktor. Wenn sich der Strom jetzt verändert, dann würde vieles durcheinander geraten. Die Nährstoffverteilung im Ozean und damit auch die Fischbestände würden sich verändern, und zwar mit gravierenden Folgen. Außerdem würde dann weniger Sauerstoff in die tieferen Wasserschichten geraten. Dadurch entstehen dann sogenannte tote Zonen unter Wasser. Es gibt dann einfach viel weniger Fische, Krebstiere und so weiter ohne Sauerstoff. Und nicht nur Sauerstoff, es würde auch viel weniger CO2 auf den Grund des Atlantiks absinken und so dann eben dort festgebunden werden. Und auch über Wasser wird es Veränderungen geben. Zum Beispiel würde sich die Verteilung des Regens verändern, hin zu weniger, aber heftigeren Starkregenereignissen. Und was das für uns bedeuten könnte, das haben wir ja gerade erst mit den starken Überflutungen in Deutschland erleben müssen. Die Folgen des Klimawandels verstärken sich also, je langsamer der Golfstrom fließt. Die Studie gibt uns keinen genauen Zeitpunkt, wann der Golfstrom kippt. Das könnte in einem Jahr sein, in fünf. Was sie aber sagt, es wird ernst. Bislang ist der Golfstrom intakt. Aber leider deutet eben vieles darauf hin, dass wir hier nahe an einem bedenklichen Kipppunkt im Klimasystem stehen. Und so schnell, wie die Klimakrise gerade voranschreitet, wird unsere Zeit immer knapper. Können wir den Golfstrom noch retten? Ehrliche Antwort, vielleicht, vielleicht auch nicht. Versuchen müssen wir es aber trotzdem. Und der Golfstrom ist auch nicht der einzige Klimamotor, der vor einem Kipppunkt steht. Es gibt so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Ob mit unseren CO2- und Methanemissionen hier in Deutschland, Versauerung der Weltmeere, Abholzung der Regenwälder. Wir können selbst bestimmen, wie viele dieser Kipppunkte wir überschreiten wollen. Aber nichts tun ist wie immer definitiv keine Lösung. Oder wie seht ihr das?